Genau. Jetzt erzähl. Ja, jetzt hat das neue Leben sozusagen für die Helene begonnen. Lass dich Gell? überraschen. Es geht nur dieser eine Weg. Ja. Es wird immer klarer werden. Wir hatten so eine tiefe Erkenntnis bei dem Begräbnis, da wir waren ja nur 15 Leute, gell? Die Trixi und der Gogo und ich haben gesagt, das ist das typische Kistenbeispiel. Wenn wir uns da jetzt was hineindenken, dann wird was drinnen sein. Helene, es reduziert sich runter auf eine einfache Erkenntnis, diese Sätze, dass so unendlich schwer zu verstehen ist. Ja. Du erlebst ein Leben und dieses Du ist nicht ein Gedanke von dir. Und das geht ewig weiter. Ja. Es ist wie in deinem Leben, dass ich sage, du bist ein Säugling, dann wirst du ein Krabbelkind, ein Vorschulkind, ein Schulkind, dann ein älteres Schulkind, dann kommst du in einen Beruf oder du studierst was, dann heiratest du, dann kommst du in die Rente. Das ist ja eine ständige Verwechslung von Leben. Ja. Warte mal, ich mache, naja, er fährt gleich, weil ich aus dem Auto habe. Und das ist eigentlich diese Veränderung, du machst einen Anfang und einen Startpunkt. Ja. Aber du lebst es immer hier und jetzt. Und Genau. was hundertprozentig sicher ist, wo sich alles drum dreht, jeden Gedanken, den du denkst, jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Und du wiederholst. Das ist täglich grüßt das Murmeltier mit dir. Aber jetzt ist natürlich, und das ist sehr schwer zu verstehen, dass ich immer wieder sage, alles, was passiert, sagst du mal, eigst du dich ein in das Heute. Das heißt, du musst dir Gefühl kriegen, dass in dem Moment, wo du wach wirst, hast du ein Wissen in dir, im Schwamm, was vorher war, die Seiten vorher. Und was noch kommen wird, aber lehnst du das im Jetzt? Ja. Und jeder Moment, den du jetzt denkst, heute denkst, der ist jetzt. Ja. Das heißt, es wiederholt sich nicht der Tag, wie ein täglich grüßt das Murmeltier mit dir, sondern du hängst in dem Moment, was du aber überhaupt nicht mitkriegst. Das weiß ich, ist jetzt schwer zu verstehen, weil wenn du mit Lichtgeschwindigkeit denkst, passiert immer alles jetzt. Und man hört es und es ist irgendwie logisch. Ich sage zurzeit immer wieder, du kriegst von mir 5 Millionen Euro auf die Hand, wenn du in der Lage bist, morgen ein Glas Wasser zu trinken. Seid's. Das klingt jetzt wie ein Witz, das ist eine unendlich tiefe Erkenntnis. Es wird morgen nichts passieren. Ich habe immer ein paar Mal gehabt, ihr gehört, du wirst nicht morgen sterben und nicht übermorgen und nicht in 10 Jahren. Wenn du stirbst, stirbst du jetzt. Und wenn du ein Meister des ewigen Lebens bist, wirst du von Augenblick zu Augenblick sterben. Und das sind wieder die zwei Seitensachen, die man gern hat, die wiederholen sich und Sachen, die man nicht haben will, die will man loshaben. Und du wirst feststellen, dass das wirklich Neue nur kommt, wenn man all die Sachen aufgibt. Ja. Und sag ich, hast einen gewissen Lebensabschnitt und wenn du merkst, du drehst jetzt im Kreis, dass ein täglich grüßt das Murmeltier, wo ich immer sage, man sitzt da und wartet auf irgendwas, wie bestellt und nicht abgeholt, weil man sagt, das kann es doch für die Ewigkeit nicht sein. Ja. Egal was es ist. Genau. Und es geht dann sogar so weit, dass dann hier, was jetzt Tage wechseln, du ja immer wieder das Gefühl hast, du bist derselbe Körper, was ja gar nicht der Fall ist, wenn du jetzt das Fenster aufmachst. Ja. Das ist, dass man dieses loslassen kann. Und jetzt kommt die große Sache hier, ob das Toni oder Helene ist. Es erlebt nur der vom Bücherregal. Genau. Gedanken kriegen nichts mit, Helene. Ja. Das ist, du kannst die jetzt mit dem Hammer auf die Hand draufhauen und dann spürst du den Schmerz. Die Hand spürt den Schmerz nicht. Und das Ja. denke ich mal, mein altes Beispiel, weil mir das gerade in den Sinn kommt. Wenn ich jetzt dahin lang, dann spüre ich das ja da vorne, da außen. Und jetzt weiß ich, jetzt geht die Signalleitung hoch, aber spüren tue ich sie erst, wenn es hier drin ist, dieses Signal. Aber wieso spüre ich das da, wo ich draufhau? Da ist ja übrigens medizinisch nichts drin, wo was spüren könnte. Und jetzt habe ich doch einmal das Beispiel gesagt, wenn ich jetzt hier mal angenommen, wir sind auf einem Golfplatz und du bist hier 50 Meter von mir weg und ich schieße einen Golfball ab und der fliegt zu dir und dann trifft er dich und dann spürst du das. Warum spürst du das nicht da, wo der Golfball losgeflogen ist? Das klingt jetzt komisch, sagt jeder, aber pass auf, wenn ich jetzt das sage, ich spreche und es fliegen Schallwellen zu dir hin und die gehen dann in dich rein. Warum hörst du dann die Stimme nicht da, wo die Schallwellen losgeflogen sind? Ja. Jetzt machen wir statt die Schallwellen, machen wir jetzt nochmal Photonen, die irgendwo losfliegen.
Warum siehst du nicht, du siehst die Sachen dort angeblich, wo sie losfliegen, obwohl du, was du siehst, immer in deinem Kopf ist. Was du spürst, ist in deinem Kopf. Was du hörst, ist in deinem Kopf. Dass da irgendwas von außen kommt, ist eine riesengroße Sackgasse. Ja. Genau. Es ist, du wirst es nicht, dieses Gefühl, was du hast, wo ich immer wieder sage, du selber bist der, der das Leben erlebt, ist in keinster Weise, hat sich der verändert. Ja. Es ändert sich nur die Information. Genau. Der nächste Schritt ist, dass dein Körper ist jetzt nicht mehr dieser spezielle Gedanke an die Helene, sondern dein Körper ist deine ständig wechselnde Information im Hier und Jetzt. Ja. Das wird dir immer bewusster werden, sobald du diese einfachen Sätze akzeptierst und wir lassen das Leben nochmal weiterlaufen. Genau. Aber der Sinn des Lebens eines ewigen Geistes ist es nicht, dass er in so einer winzigen Facette drin hängt. Ja. Genau. Das ist, wenn dann mal die Neugier kommt, was bin ich selber? Das sind immer wieder Phasen, man muss das dann mal mit der eigenen Ewigkeit umgehen können. Und dann wirst du merken, dass das immer logische Konstrukte sind. Ich bin zur Zeit, wir sind nicht so viel spazieren, weil die Maus hat ja 14 Tage Urlaub gehabt. Aha, schön, Jetzt ja. Jeden Tag unterwegs, 10, 12 Kilometer, 15 Kilometer fast. Und da haben wir so viel gesprochen und da habe ich immer wieder gesagt, wenn wir Themen hatten, sage ich, jetzt machen wir wieder Hirnwichserei, nenne ich das. Hirnwichserei meine ich, dass irgendein Reizauslöser ist. Das kann von außen kommen, aber das kann auch sein, dass uns einfach ein Thema einfällt, wo wir dann drüber reden. Und ich habe dir dann immer wieder darauf hingewiesen, dass du jetzt mit deinem ganz persönlichen Intellekt rechnest du hoch an Möglichkeiten, was passieren kann, was da außen ist. Du denkst dir Leute aus, wie es denen jetzt geht. In deiner Welt, zum Beispiel eine Helene, in deiner Welt wird die Helene immer so sein, wie du sie dir denkst. Genau. Auch im Charakter. Die muss klar sein, dass jeder Mensch, den du dir denkst, gar nicht anders sein kann, wenn du ein träumender Geist bist, wie du ihn dir ausdenkst. Genau so ist. Er wird dann das erlebt haben, der wird es empfunden haben. Und selbst wenn du bloß am Rande irgendwas gelesen hast, aus der Zeitung aufgeschnappt hast, du baust dir deine Meinung auf und wenn die erste Meinung, die drin ist, die ist dann unumstößlich, die wird zum Vergleichsmaßstab. Das ist dieses ja. Programm. Und der erste Schritt beginnt, dass ich hier merke, verdammt nochmal, was ist jetzt eigentlich da? Genau. Was ist meine momentane Information? Ja. Und das Leben mischt sich gewaltig in Veränderungen ein, wenn man mal diesen Loslassprozess hat. Genau. Das ist auch, man muss nichts zum Teufel haben, man sollte aber auch nichts festhalten. Ja. Und dann kommst du in eine Phase, wo du merkst, es ist jetzt irgendwann einmal, der Lernprozess ist durch. Da hast du keinen Einfluss mehr drauf. Wenn du wirklich was verstanden hast, kann das weitergehen. Genau. Die meiste Zeit drehst du praktisch bloß relativ hohe Runden. Dieses täglich Mal mit dir, bis man anfängt und sagt, ich fange jetzt an, mich zu erweitern. Da beginnt ein Interesse. Wer bin ich? Was bin ich eigentlich wirklich? Und das haben die Menschen um dich herum, die müssen irgendwann einmal glauben, es gibt nur diesen einen Geist, der alle Rollen spielt. Und jetzt werden diese Jesus-Sprüche sehr interessant mit alles, was du einem anderen tust, tust du dir selbst auch in dem Leben, weil du sämtliche Rollen spielst. Jetzt habe ich natürlich da auch zwei Seiten, dass ich wieder sage, habe ich es mit einer KI zu tun? Oder ist ein Geistesfunk dahinter? Ja. Am besten, man geht immer zuerst einmal davon aus, da ist ein Geistesfunk dahinter. Das ist aber, du wirst es dann sehr schnell merken, was dann eine KI ist, wenn die ganz tot sind. Und es bleiben Figuren. Da löst sich dann auch hier diese Verwandtschaftsverhältnisse auf, die du dir denkst. Das ist für dich, wenn Menschen interessant, wo es irgendwas Neues gibt. Ob jetzt die dir von was Neuem erzählen und was uninteressant wird, wo du merkst, das sind diese Ewiggestrigen, die nur festhalten an einer einseitigen Struktur. Ja. Das also. Menschen, ich habe ein schönes, bei uns klingelt das Telefon, ich mache jetzt einmal wieder Worte, wie ich sage, und dann ruft die Ruth an. Ich sage dann nur abends, die war jetzt im Bleinfeld mit und die hat jetzt heute, glaube ich, im 25. Hochzeitstag und dann war sie so entsetzt, sie hat sich wieder weggeschossen. Also muss sie auch, wusste ich zum Beispiel nicht, weil die sich doch immer so groß macht. Den kennt sie und den kennt sie. Das ist schon mal der Mango, wo ich mir jetzt meine Meinung denke in einer Figur. Wobei das so eine Nette ist, die studiert wirklich extrem Holofeeling jetzt, ist extrem beeindruckt, aber mit ihrem Mann hat sie jetzt wieder zum 25. Hochzeitstag, sie sagt, sie hat nur sich doch die Ohrenbohrungen ausdrücken lassen und der hat nur den ersten Band, nur die Überschrift gelesen hinten und dann hat er sich aufgeregt ohne Ende, der hat noch nie eine Zeile gelesen oder hineingeschaut.
Unglaublich. Ja. Und das regt sie so gnadenlos auf, hat sie gesagt, dass es sich wieder weggeschossen hat. Das heißt, sie muss jetzt saufen. Das kommt so am Rande, das ist eine Äußerung, wo sie sagt, sie hat sich total weggemacht, weil sie das nicht haben konnte. Ja. Und ich sage dann nur zu ihr, sage ich, dir muss eins klar sein, diese extreme Abneigung gegenüber dem, wie dein Mann ist. Ja. Man hat immer das Gefühl, dass man im Recht ist. Egal welche Logik du hast, das, was dir logisch erscheint, ist richtig und das ist gut. Und du hast es im normalen Leben immer mit deinen Spiegelbildern zu tun. Ja. Das heißt, es geht jetzt nicht um das Thema, sondern du lehnst extrem die Aktion von deinem Mann ab. Und das Spiegelbild, das, was du im Spiegel siehst, du bist der Frau, das ist ein Mann und der lehnt extrem das ab, was du als richtig ansiehst. Und du lehnst das ab, was er als richtig anzieht. So ist ein Kampf. Es ist dein Spiegelbild. Druck erzeugt Gegendruck. Ja. Der einzige Ausweg ist eine allumfassende Liebe. Das ist der Satz, wenn man das wirklich verstanden hat, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, der jetzt in mir auftaucht. Ich setze mich jetzt bewusst als einen träumenden Geist, der ich natürlich nicht bin. Ja. Das sind so Kleinigkeiten. Ich bin der, der sich jetzt, wenn ich an mich denke, mich als träumenden Geist denke. Okay. Der sich den träumenden Geist ausdenkt, ist natürlich auch wieder was Ausgedachtes, dass man wirklich, was man ist, etwas, was überhaupt nicht existieren kann, egal an was ich denke. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Versuch's. Ja. Versuche mal an dich zu denken, ohne an was zu denken. Mhm. Merkst du den Widerspruch in sich selbst? Ja. Ja. Das ist, solange materialistische Logik in dir läuft, wirst du das nicht fassen. Das trennt die Spreu vom Weizen, wenn du das dann immer wieder zwei, dreimal erklärst, musst dir wie du jetzt sagen, ja, so ist es. Mhm. Mhm. Auch wenn alles in dir aufschreit. Genau. Und wenn ich das einmal erkenne, dass ich mich als träumenden Geist setze, ausgedacht, weiß ich, auch alles Ausgedachte muss so sein, wie ich es mir denke. Und ich habe auf meinem Programm, dass ein träumender Geist keinen Einfluss darauf hat, was er träumt. Genau. Ich bin immer noch bei meinem Pinsel-Einfalls-Pinsel träumenden Geist-Beispiel. Ja, ja. Das heißt, es ist vollkommen sinnlos, in irgendeiner Art und Weise, sich über irgendwas, was in dir auftaucht, aufzuregen oder Schuldzuweisungen zu machen. Genau. Es ist einfach ein ständiger Wechsel von Bildern. Mhm. Und dann wirst du, wenn ich träume im Geist, ich bin zumindest jetzt das erste Mal der Parameter, der das anschaut. Jetzt denke ich mich an einen träumenden Geist. Das ist ein ausgedachtes Bewusstsein, der sich seiner ständig wechselnden Bilder bewusst wird. Yeah. Ausgedachtes Bewusstsein ist kein Bewusstsein. Ja. Yeah. Mhm. Das sind nämlich die Möglichkeiten, dass du was vollkommen Neues erlebst. Ja. Yeah. Und Zeit spielt dabei keine Rolle. Es ist halt eine ewige Verwandlung und du kannst nicht von unten nach oben sehen. Da können dann nicht so viel erzählen, wie sie wollen. Genau. Es ist so hochinteressant. Wir hatten jetzt hier was zu sehen. Da sitzt neben mir in dem dritten Selbstgespräch so eine kleine Blonde, die Katrin. Und die hat einen Tobias. Das ist ein Oberarschloch. Der ist immer dabei. Der kommt sich so gescheit vor. Und die ist Mutter. Der lebt von ihr. Der lebt bei ihr. Der lebt von ihr. Und der nützt nur Frauen aus, der geht laufend fremd, kommt sich unheimlich doll vor, spricht, was er alles studiert hat, die wieder und ist ein Hohlkopf ohne Hände. Das merkst du nach drei, vier Minuten, wenn dich mit denen unterhältst. Mhm. Und die ist so verliebt. Mhm. Und die leidet, die hat die halbe Zeit geheult, dann hat sie Sonnenbrille aufgehabt. Und ich weiß nicht, wie alt, ich schätze mal, die wird um die 30 sein. Mhm. Und da kann jetzt was ganz interessant war, die Esther war mit dabei. Das ist jetzt in dem vierten. Du, die war komplett jeden Tag mit unten. Die hat den Vortrag, der eigentliche Vortrag kommt ja erst, wo der Heiko dann aufgenommen hat. Das war ja ein paar Kameras, wo sie hingestellt haben. Mhm. Wo teilweise das Geschwätz mit ist. Und das war ja nur davor, was die halt immer mit aufnehmen. Ja. Die Esther, die hat so aufgepasst, die war so dabei. Ja. Weil der Bezi sich selber geschaut hat, schau, die ist jetzt 14. Ja. Die ist so interessiert, der Bezi sagt, die liest jetzt Ohrenbadungen. Mhm. Und dann habe ich viele Stellen auch in dem Vortrag wirklich nur für die Esther gesprochen, kindgerecht, dass ich sage, auch hier, da wird nicht manipuliert, sage ich Esther, du wirst das Leben leben, da mischen wir uns nicht ein. Und all die Sachen, die ich dir jetzt sage, und das ist ja auch mit der Nele, haben wir ja immer gehabt von der mit ihren Kevin, und die Esther ist jetzt 14 und die Nele ist 21 und diese Katrin ist halt, schätze ich immer, um die 30 rum, mhm. Anfang 30. Du kannst die nicht erreichen, wenn du Liebeskummer hast. Ja.
Aber die mit 31 müsste eigentlich wissen, dass die mit Sicherheit mit 14 oder 16 auch extrem verliebt war, wo sie jetzt drüber lächelt. In dem Moment, wo du da drin steckst, kannst du dann nicht erzählen. Kannst du nicht. Na. Da ist nur noch die Rechthaberei, egal um was es geht. Es tut dann weh, weil man helfen will. Welchen Bibifax, wie Menschen sich reinsteigern und sich eine ganze Phase vom Leben zerstören, aber dann doch wieder nicht, weil es ein Führerscheinprüfungsprofi ist. Ihr könnt jetzt euch nicht hinnehmen. Ja. Ich kann immer wieder mal, wo die Trixi zu mir sagt, wo sie mir erzählt, wo sie mit ihrem Bruder sagt, was hat der Papa dir getan? Die waren doch immer wieder, was ist? Da hat sie keine Antwort mehr gekriegt. Das ist, wenn die Sicherung durchbrennt, aber lernen tut ja nur der Geist, der es erlebt. Das heißt, wie gehst du damit um? Du wirst irgendwann nochmal auch aufhören müssen, wo du die Sinnlosigkeit erkennst. Das ist nämlich auch ein Ort, ich will den freimachen. Das funktioniert nicht. Na. Es klingt so unendlich lieblos. Wir haben 16 Seiten. Wenn ich immer sage, mir gehen die Menschen wirklich am Arsch vorbei, warum mache ich dann nicht alles? Der feine unterschiedlich, ich mag es für den Geist, der mir zuhört. Genau, Es so. ist eine universelle Lehre. Egal wer du jetzt bist, in welcher Logik du drin hängst, du musst, ich erkläre dir jetzt das, was du bist. Ja. Und dann spielt es keine Rolle, ob du Geist jetzt, der du dir jetzt dieses Gespräch ausdenkst, Ja. ob du glaubst, du bist die Helene oder du bist der Toni. Die Helene erlebt nichts und der Toni erlebt nichts. Das steht symbolisch nur für die Programme. Und wenn du wirklich merkst, kann ich sagen, von der Helene aus kannst du merken, dass ein Mechanismen der Toni drin gehabt hat. Das ist nur, wenn du die Figur Toni beobachtest, merkst du eigentlich Aktionen, die gesteuert werden von einem Programm, wo du jetzt wirklich nur Beobachter bist, aber immer noch die Filter und die Wahrnehmung von der Helene hast. Aber umgekehrt ist es genauso. Dann siehst du es halt aus der Toni-Perspektive, weil der auch sagt, da hat die Helene ihre Marotten. Ja. Aber die Marotten entstehen durch die Programme. Und ich sage, wenn du dich erhebst, du kannst ansatzweise mein Weißenburg-Beispiel hier in die Köpfe reinschauen. Habe ich in Fliegenstall schon gesagt, wenn man an einem großen Tisch sitzen und am Frühstückstisch in Fliegenstall und da sind eine ganz hinten drei Mann an einem Ende und ich sitze am anderen Ende, die unterhalten sich. Für die existiere ich gar nicht. Und jetzt kann ich genau sagen, wenn ich jetzt einen anfokussiere, wo er hinschaut, jetzt tut er einen Zucker in den Kaffee rein und rührt gerade um, dann weiß ich genau, wenn ich jetzt den seine Verabredung aufhätte, würde ich die Kaffeetasse aus der Perspektive sehen. Ja. Das ist jetzt rein einmal die optischen Perspektiven, wo der hinschaut, jetzt schaut er den an oder jetzt dreht er sich kurz rum, weil irgendwann aus der Küche kommt. Genau. Das ist jetzt nur, und genauso kann ich dann Reaktionen, und jetzt kommt das eigentliche Tierchen gucken, Brutverhalten, Fressverhalten, Interesse. Was fragt er ständig nach? Was interessiert ihn offensichtlich? Ja. Das ist jetzt hier der Marion bei den Tobias und einige der Holger, die haben sich ja alle unabhängig voneinander mit den Tobias unterhalten, wo wir jetzt zusammengesessen sind. Und das ist ganz interessant, die Sachen, die er gefragt hat, sind so Bibifax von Vergangenheit und was wirklich vollkommen uninteressant ist. Ja. Als wenn er irgendwie in der Vergangenheit einen Fehler finden könnte bei irgendeinem, wo er ans Bein bist. Das Ja. ist, ich werde einfach bewusst, dass es denen gar nicht um die Sache geht. Genau. Ja. Und das Tödlichste ist, wenn man sich unheimlich gescheit vorkommt. Ich sage immer Hm. wieder, das Trügerischste, was du überhaupt besitzt, ist das, was du bisher ein Leben lang mein gesunder Menschenverstand, der steht in, ich bin da schon drin. Du wirst feststellen, dass das ist Pathologischste, das Krankhafteste ist das, was du mein gesunder Menschenverstand nennst. Das ist das, die komplette Quelle für deine Unfreiheit und für deine einseitigen Meinungen, die wieder durch Reaktionen Leid erzeugen. Ja. Das ist das am Ende vom Leben, das große Resümee, und dann hat man wirklich in einem Leben was richtig Großes gelernt. Gelernt, Das genau. macht mich frei dann für nächste Ebene. Und da muss ich immer wieder sagen, so wenig wie Basic in irgendeiner Form Windows darstellen kann, alle Vorstellungen von Himmelreich, Gegenteil von Hölle, du merkst, es sind so Sackgassen, das ist so, es wird so richtig primitiv, es ist fast ein tierisches Wissen. Ja. Und es ist nicht mehr, es ist Ja. trockennasenhafte Logik, erinnert dich immer wieder. Die ersten Sachen, was ich sage, was ist der Unterschied zwischen Instinkt und Intellekt? Genau. Wie definierst du Bewusstsein? Ich sage, es ist nur die Quantität aufgeblasen. Es ist der Genau. Unterschied von Taschenrechner zu einem Hochleistungscomputer mit Internetanschluss. Aber Genau. beides tote Maschinen. Ja. Es ist tierisch. Ja. Es ist nur die Quantität, wo ich jetzt sage, ich spreche einer Ameise weniger Intellekt zu wie einer Katze oder einem Hund oder einem Affen. Aber es ist
bleiben doch Tiere, sterbliche Tiere mit unterschiedlichen Qualitäten an Wahrnehmungsfähigkeiten und an Funktionen. Ja. Und in diese Reihe musst du den Trockennasenaffen mit einreihen. Genau. Ja. Wenn die dann sagen, ja, der Affe hat Selbstbewusstsein, wo sie sagen, kann ein Tier sich im Spiegel erkennen, da gibt es so viele psychologische, naturwissenschaftliche Erforschungen, das eigentliche Problem haben die gar nicht erkannt. Diese Definition von Bewusstsein oder Geist als Abfallprodukt einer gewissen Gehirnqualität, ab einer gewissen Qualität des Gehirns kommt Bewusstsein, kann Gehirnbewusstsein erzeugen. Das ist so geistlos. Und wer denkt sich jetzt das alles aus? Ich, Geist. Das ist wirklicher Geist. Und sobald wir von Geist reden, machen wir schon wieder, das ist wie für dich selbst. Du machst dich, sobald was existiert, zu einer vergänglichen Erscheinung. Ein ausgedachter Genau. Geist existiert, solange du an Geist denkst. Ja. Das macht jetzt auch die Sache, wenn ich immer so eine Sekunde, 1000 Jahre. Ewigkeit. Ewigkeit existiert, solange du an Ewigkeit denkst und es wird so sein, wie du die Ewigkeit vorstellst. Aber es ist was, eine existierende Ewigkeit ist schon Es ist ausgedacht. Phänomen. Nur da, weil du es denkst und dann ist es weg. Aber was bedeutet das Wort? Was bedeutet das Wort nichts? Du magst diese simplen, einfachen Sachen, das komplette menschliche Wissen, das du bisher dir ausgedacht hast, aus den Angeln. Und jetzt, was ich zurzeit immer wieder sage, hast du das Bedürfnis, wenn du jetzt an einem Computer bist, diesen Computer, den Computerchip zu erklären, was er ist und wie er funktioniert? Ja. Was ist der Unterschied, wenn ich es versuche, ein Gehirn zu erklären? Du weißt, Gehäuse, Körper, Computerchip, Gehirn. Intellekt als Programm. Ja. Das ist alles Ausgedachtes. Das ist Ja. eine Ebene, wo du feststellst, die wird uninteressant. Genau. So ist. Dann wirst du herzlos, dann ist es lieblos. Ich sage, nee, das ist die allumfassende Liebe. Deine Vorstellung von Liebe ist extrem selektiv. Ja. Sonst wärst du nicht so voller Feindbilder oder voller Ängste. Ja. Weil das, was ich liebe, da habe ich keine Angst davor. Genau so ist. Ja. Das ist das. Und das wirst du jetzt merken, du kannst es nicht kommunizieren mit der Masse der Menschen in dir. Das sind ganz, ganz wenige, die das ganz klar zu akzeptieren. Das ist die einzige Botschaft. Diese Gefühle, die, also ich hatte keine Gefühle. Das ist nicht? Genau das ist es. Du bist ich abartisch. Hatte keine. Du bist abartisch. Das ist Selbsterkenntnis, dass das der Weg in die Freiheit ist. Es ist so sinnlos. Habe ich euch vor 20 Jahren schon erzählt, hier und jetzt gedacht, ich habe euch auch jetzt erzählt, so wenn die oft fast ins Grab reinfallen und dann, wie muss der den geliebt haben? Ich sage, Liebe erzeugt doch kein Leid. Man hat ihm was weggenommen, Besitz weggenommen, ob man dir Wissen wegnimmt, ob man dir Geld wegnimmt, Holofeeling nimmt dir dein ganzes Wissen weg. Was aber gar nicht stimmt, wenn ich zuhöre und die Sache mit dem Haar begriffen habe. Genau das ist. Ich erweitere das. Du kannst die nicht erreichen, die da drin sind. Wenn dann ihm Leid zusammenfällt, das ist eine reine funktionierende Maschine und Maschinen haben keine Gefühle. Ja. Die fühlen nichts. Es sind Figuren in einem Traum. Den Traum, ein Satz, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Ja. Der ist der Einzige, der fühlen kann. Aber jetzt haben wir den schönen Trick, wenn ich was es in Filme. Ich kann, das habe ich so oft erklärt, ich kann die ganze Palette. Gestern sitze ich da wieder mal mit der Marion und dann. Wir schauen zurzeit fast keine Filme nicht an, wobei wir immer Fernsehen schauen, und da kommt wieder mal Vermisst. Und dann hat das so eine kleine, ihren Papa, ein Amerikaner, der war hier in Deutschland stationiert und bla 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 bla, war hübsche. Und die wollte ihren Papa unbedingt kennenlernen, weil sie jetzt Mutter geworden ist und sie hat einen ganz tollen Freund, aber der will unbedingt heiraten, aber sie will unbedingt von ihrem Papa zum Trauertag geführt werden. Und darum hat die Vermisstbeauftragte, das ist natürlich jetzt Geschichte, aber unabhängig davon. Und es war so hübsch, ganz ein netter und sie war eine ganz goldige und dann habe ich mich voll reinfallen lassen wieder. Da kann ich mich dann voll, weil das so emotional war, aber emotional ist es, wenn ich mich darauf einlasse. Und dann laufen mir die Tränen runter, die Marion hat mir natürlich, die hat an ihren Computer nachgeschaut und da sage ich, schau Spatzi, jetzt haben wir wieder voll reinfallen lassen. Da schaut sie mir an und lächelt und schüttelt mir den Kopf, weil sie kann das nicht. Ja, ich auch nicht so. Ja. Wir sagen es bei dir Stück. Dieser Programm ist programmabhängig. Ja. Ich muss es nicht. Ich kann jetzt ganz bewusst mich da reinfahren lassen und dann genieße ich, wie die zwei dann das erste Mal hier nach, die hat die das letzte Mal als kleines Mädchen gesehen. Aha, und dann genieße ich, wo sie rumgeht und es war so ein netter Nieche, auch ein hübscher Nieche und sie ganz eine goldige und wo sie Baba, Baba und dann hat er geholt
Und da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich mich jetzt da in diese Situation, das ist schön. Ja, ja, ja. Ich, diese extreme Freude ist eben durch diesen riesen Verzicht über Jahre, wo sie sich nicht gekannt hat. Ja, ja, genau. Das ist, und da kann ich mich jetzt reinfallen lassen und kann diese Emotion genießen. Und genauso kannst du einen Grusel genießen, das ist das Schöne, das ist in dem Kino, sonst wird keiner in den Krimi oder in den Gruselfilm gehen. Aber bewusst. Das ist die Sache, es ist, was ist jetzt da? Dass ich nicht sagen kann, das sind gute oder das sind schlechte Gefühle, du hängst immer in der Kategorie 2. Ja, ja. Und es ist ja so sinnlos, wenn du, das ist so eine, es ist Energieverschwendung. Dieses klassische Leid. Das war immer, wo ich von vornherein sage, ihr kommt jetzt in ein Alter, wo dir klar sein muss, dass irgendeiner von euch zwei wird sterben. Ich habe jetzt das absichtlich so neutral gehalten, egal wer du zu sein glaubst, aber das Verrückte ist ja, dass der, der stirbt, das ja gar nicht mitkriegt, das ist ja nur Figur in einem Traum. Das ist es. Darum habe ich gesagt, schlimm ist für den, der überbleibt, wobei das gar nicht schlimm ist, wenn du begriffen hast, wer du bist. Nein. Weil Nein. Du bist der Einzige, der überbleibt. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Genau. Das ist jetzt, da wirst du dich immer mehr darauf einsteigen müssen, dass du dein, ich sage so oft, deine Auflösung, die wirst du so wenig mitbekommen, jetzt auf den Menschen bezogen, wie von deiner Geburt. Genau. Solange du glaubst, du bist der Körper, dann muss dir klar sein, die Helene, das, so oft hast du das gehört, die lässt sich, wenn ein Zeitfenster eines Tages auch tausende Male am Tag auf, wo du kein Hauch von einem Körpergefühl da ist. Genau. Jetzt die ganze Zeit, wenn du grübelst oder dieses oder jenes machst, da denkst du an eine Helene vielleicht auf der Beerdigung, wenn du jetzt Beerdigung vorplanst oder nicht vorplanst, aber nicht an die aktuelle. Na. Es ist ja wie wenn du jetzt denkst, wie du in Rente gegangen bist, deine Verabschiedung vielleicht, wenn es eine gegeben hat. Das ist ja nicht die aktuelle. Das heißt, du denkst zwar dann eventuell an die Helene, aber nicht an die, die da sitzt. Die existiert in dem Moment überhaupt gar nicht. Genau so ist. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist, Helene. Ja. So ist es. Das ist die totale Verwandlung des bisherigen Traums. Ja. Eine ganz neue Anfangsbasis jetzt. Das läuft auch immer noch weiter. Aber es ist das letzte Mal, man geht viel leichter um, weil die Gefühle, wenn du die steuern kannst, das nützt ja nichts. Es ändert nichts an dem, was ist. Ja. Und was unaufhaltsam ist, ist die ständige Verwendung von dem, was du bist, ohne dass sich an dir selbst was verändert. Genau. Ja. Wenn wir mal hier jetzt den Anfang wegmachen, dann ist das Ende weg, weil Anfang und Ende. Ja. Das ist so ein schönes Beispiel mit der Liebe. Genau. Jede neue Information zerstört die bestehende. Und jetzt können wir wieder Fenster machen und sagen, was habe ich vorher gesehen? Und darum haben wir auch diese verschiedenen Möglichkeiten mit Zeitfenstern mitdenken. Genau. Dass du, aber was ist es immer gleichzeitig? Ja. Wo ich so morgen und sage, du kannst jetzt auf der Verabredung das anschauen oder das anschauen. Da muss man die Bilder austauschen. Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir Perspektive einnehmen, wobei das gleichzeitig auf der Verabredung ist, wenn das nicht grob gegenüberstehend ist. Ja. Oder ich muss den feinstofflichen Vorsturm, was hinter mir ist, Genau. Parallel laufen. Das kriegst du irgendwann einmal mit, weil du jetzt wirklich schaust, hey, ich bin wirklich was ganz was anderes wie irgendein sterblicher Trockennasenaffe. Das erlebende Wesen ist wirklich was ganz was anderes wie ein Moment, eine momentane Information. Aber diese elementaren Ereignisse, die musst du selbst erleben. Immer. Du musst alles durch und das ist im Leben, wirst du das merken. Und du musst jetzt zum Beispiel auch erleben in dieser Entwicklung, wie es ist, wenn ein Kind in einem Heran wächst und ein Kind geboren wird, jetzt auf dieser Trockennasenaffen-Ebene, ist ein komplett anderes Erlebnis, wie wenn du jetzt das als Mann erlebst. Genau. Ja. Du siehst immer in deinem Programm momentan bloß das Programm, aber irgendwann einmal wirst du merken, die Lernprozesse, wo ich sage, die du mitnimmst, das, was du wirklich lernst, musst du lernen in Form von ständig wechselnden Informationen in einem personifizierten Zustand, auf dieser Ebene zumindest. Aber was du nicht mitnimmst in diesem Leben, das ist, wann habe ich das erste Mal erfahren, was sauer bedeutet? Da kannst du dich nicht mehr daran erinnern. Das ist immer eine schöne Sache, das habe ich vergessen. Du hast eben nicht das Sauer vergessen, aber die Wellen, weil die nicht, des Merkens nicht wirklich sind. Genau, ja. Und dann platzt es irgendwann einmal auf, wo du wirklich komplett in der Erkenntnis, in der Weisheit die Einsicht hast.
dass du die aus, du aus Film für ein Leben mitbringst. Wenn ich als Udi immer wieder sage, wenn du wüsstest, wie oft ich schon umgebracht wurde, weil ich meinte, ich müsste Menschen retten. Ja, ja. Das ist, das bringt überhaupt nichts. Halte ich fern von denen. Die sind gefährlich. Die gefährlichste Rasse auf der Erde überhaupt, die ist so weit, dass die sogar ihre Erdkugel zerstören wird. Ja. Aber was ist die Erdkugel? Das ist, was ist eine Erdscheibe? Es sind Gedanken. Und Gedanken zerstören, es passiert von Augenblick zu Augenblick. Das Trügerische ist, weil man sie immer wieder wiederholen können. Ja. Bis man das merkt, das loslässt. Genau. Na. Ist alles so tief und so. So tief, denk an unser Lied. Es ist ein Geschenk und es ist, ich muss der Erste sein. Ich muss der Erste sein. Ich muss der Erste sein. Es spiegelt sich immer aus dir raus, das Positive und das Negative. Darum sage ich die einfachen Weisheitssprüche. Sag mir, mit wem du gehst und ich sage dir, wer du bist. Ja. Ich sage, welche Themen du in deinem Kopf hast. Mhm. Ob du jetzt politisch mit Rechten oder mit Linken abhängst. Genau. Ob du dich für Fußball interessiert, Fußballvereine, das ist ein Großteil deiner ganzen Gedanken, spitzt sich in einem ganz, ganz kleinen Bereich ab. Was du für Seiten im Internet bevorzugst, von diesen Milliarden von Seiten, hängst du in einem, so einen, in einem mikroskopischen, nanoskopischen Bereich drinnen, wo du immer wieder dasselbe schaust, was da und da ist, und alles andere interessiert dich überhaupt nicht. Ja. Holofeeling bedeutet nicht, das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, sondern das Gefühl, alles zu sein. Egal, was du denkst, aber dieses alles reduzierst du mit deinem Interesse in so einen unendlich mikroskopischen Bereich. Gerne. Das ist, wenn ich sage, deine momentane Elite deiner Welt ist für mich eine Schimmelpilzkolonie. Ja, ja. Und es gibt in der Welt, in der wirklichen Welt, wesentlich mehr wie Schimmelpilze. Aber diese gigantische Welt, die du jetzt schon ausdenken kannst mit deinem Haar, mit deinem Basic-Programm, es ist in Bezug auf das, was noch möglich ist, ist es auch nicht mehr. Es ist unvorstellbar mit einer momentanen Logik, aber du wirst dahin wachsen. Lass dich überraschen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ja. Ich bin mit Sicherheit der Einzige, der es weiß. Genau. Absolutes Vertrauen. Ist nur auf Freiheit programmiert, alles ohne Dogmen. Ja. Du weißt immer wieder, wenn ich sage, wir kennen uns jetzt so lange, jetzt rede ich wieder normal von Mensch zu Mensch und da ist nicht ein Hauch von Manipulation. Ich erkläre dir, was ist und wie du funktionierst. Ja. Das ist einmal das Alter. Soweit es überhaupt möglich ist, in deiner Auffassungsgabe. Genau. Der Rest jetzt, was du jetzt verstehst, schau mal, wir werden jetzt nur 25 Jahre, sage ich einfach, zurückgehen. Schon die ersten Vorträge, man meint die Sätze, man hat sie verstanden. Aber wie gehst du jetzt mit denselben Sätzen? Es entsetzt einen im tiefsten Innern. Und jetzt habe ich irgendeinen Jungen, der das, einen jungen Menschen oder irgendeinen, der seit, ich mache seit 5 Jahren, lese ich die Bücher, da lächelst du lustig. Ja, ja, ja. Weil du jetzt weißt, was da in diesen Sätzen drin ist und man könnte das sofort verstehen, wenn diese Interpretationsfilter nicht da wären. Genau. Es erfordert sehr, sehr viel Demut, das zu akzeptieren. Mhm. Wenn ich immer wieder sage, vom ersten Mal hören, nur die Sache mit dem blinden Arschloch. Ja. Du wirst vom ersten Mal hören, wenn du meinst, du hast es verstanden, 15 bis 20 Jahre mindestens brauchen, solange du chronologisch denkst, bis du das akzeptierst. Mhm. Jeder Beobachter, der mit irgendetwas nicht einverstanden ist, ist ein blindes Arschloch. Ja. Genau, so ist es. Egal auf welcher Stufe du stehst, das sind wir zigfach durchgegangen. Ja. Weil du mit einer Facette von dir selber nicht einverstanden bist. Du hast eine ganz klare Vorstellung von dem, was wichtig ist und was richtig ist und was du nicht brauchst. Mhm. Der Witz ist, jede Hauch, jeder Gedanke, wenn ich auf das Meer bezogen, ob das Wolken sind, egal was, es kommt alles aus dem, der immer ist. Die Creatio ex nihilo. Der wichtigste Satz überhaupt, dieses Nihilo ist das absolute Nichts. Das ist das hier. Was übrigens schon interessant ist, wenn ich so, wenn man jetzt hinschaut, haben wir hier schon ein Unendlichkeitszeichen. Genau. Und das passt jetzt erst einmal so auf, wobei ich jetzt sagen müsste, das ist dann der Kreis. Kreis, genau. In 4 Quadranten. Mhm. Es ist eine Arithmetik, es ist ein Computerprogramm, Punkt. Du kannst dich einlassen, es geht nicht darum, dass das deine Mitmenschen wissen müssten. Sie werden das automatisch wissen, wenn du dir die so ausdenkst. Aber das alleine wirst du merken, wenn du ein Kaufmannsdenken hast. Ich denke mir jetzt ganz einfach, der weiß das, weil der mir wichtig ist. Das ist jetzt, dir dürfen Gedanken als Ding an sich nicht mehr wichtig werden. Das ist eine Falle. Nicht einmal, das ist eine Falle, nicht einmal dein eigener Körper. Ich sage, der dem meisten am Arsch vorbeigeht, ist der Bruder.
Ja. Erst dann kriegst du Freiheit. Wenn du in einen absoluten Verzicht kommst. Genau. Das heißt, dass du wirklich nur vollkommen wertfrei schaust, was ist und keine Schuldzuweisungen machst. Möglicherweise können wir das in den ausgedachten Toni ganz zum Schluss noch hineindenken, der, wie er abtransportiert worden ist, hier und jetzt gedacht, zum Gogo gesagt hat, dass ich so tief hinunter muss. Das war mehr oder weniger das Letzte, was wir von ihm gehört haben. Und jetzt macht das letzte Gespräch, was ich mit Doni geführt habe. Ja. Ich habe ja normalerweise immer meine karierten Hemden an zur Zeit. Ja. Und dann habe ich rein zufällig ein T-Shirt mit derselben Farbe, mit dem Türkis. Und das Türkis ist der Weg, wenn du die Türkis oder die Purpurlinie, nennt man das, das geht zur Purpurlinie runter, Ja. das steht genau bei der 9. Das ist die neue Existenz. Und da habe ich gesagt, du bist dein ganzes Leben der Kien im Chinesischen, der Berg. Immer hoch, immer oben. Irgendwann muss ich das umkehren und du musst nach unten in dieses Lila, in die Purpurlinie reinfahren. Das ist die Symbolik. Ja. Und es steht dann ganz einfach an. Und unsere letzten Worte, wo ich so zu dir gesagt habe, habe ich gesagt, du, ich verspreche, ich werde dich enttäuschen. Jawohl. Aber das ist damit verbunden, dass du wach wirst. Wach wirst, genau. Ja, Das so wird. sind so viele Kleinigkeiten, wo ich sage, das sind wenige Menschen, die wirklich Beweise kriegen. Und selbst mir fällt jetzt wieder mein Professor Rainer ein, wo ich sage, du bist einer der ganz wenigen, denen ich ganz direkte Beweise gegeben habe, dass du merkst, dass ich der bin, der ich bin. Und Ja. trotzdem hast du noch so Angst vom Loslassen gehabt, wo ich sage, deine Hausaufgabe, wenn man sagt, du musst deine Hausaufgaben geben, da das so festgehalten, was denken dann die Leute von mir? Ja. Weißt du, der ganz große, erfolgreiche Betriebswirtschaftsprofessor, erfolgreich, und dann muss er feststellen, ich habe mich ein paar Mal verkalkuliert und muss Konkurs anmelden. Aha, ja. Die Schande. Es ist so wichtig. Und dann kann ich tausendmal sagen, die Leute, die Menschen mit ihm, die du dir jetzt ausdenkst, sind Gedanken von dir. Die werden das von dir denken, was du denkst. Es sind deine Spiegelbilder. Genau so ist, ja. Solange du dir noch Gedanken machst, was Gedanken, die du dir denkst, von dir denken könnte, hast du überhaupt noch keinen Einfluss drauf auf das, was du meinst, was du denkst oder was ist. Das sind Ja. Kisten. Auch diese Menschen sind Kisten, wo du dir das reindenkst. Darum sage ich, du musst der werden, der sich selbst beobachtet, ganz intensiv beobachtet und sich bewusst macht, was glaubt dieses Ding eigentlich? Und dann soll ich Ja. jetzt gleich das, was du dir ausdenkst, egal was du oder wen du dir denkst, der wird das glauben, was du denkst, dass er glaubt. Du musst Genau. komplett abkoppeln davon. Das ist ein Ding, das fällt in der kompletten menschlichen Philosophie. Ich sage Holofeeling, baut jetzt erst einmal alle Puzzlestücke, alle Religionen, die Naturwissenschaft, die Chemie, sind Puzzlestückchen von Holofeeling. Ja. Systemrelevante Parameter, wie unser Kabelschlauch, unser Benzinschlauch, unser Kabelstecker, unser Zahnrädchen im Getriebe, das sind Sachen, die oberflächlich einzeln betrachtet aus dem Zusammenhang gerissen, überhaupt nichts miteinander zu tun haben oder sich sogar widersprechen, aber im perfekt zusammengesetzten Zustand ein Fortbewegungsmittel ergeben. Genau, Und das ist Geist. Geist, der Intellekt, der allumfassende Intellekt, sind alle Denksysteme überhaupt bis hin zu einem Einzeldenksystem eines Einzelwesens. ja. Sind winzige Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen. Das macht Hobos. Genau, ja. Und darum wird hier keine Feindbilder bekämpft. Darum soll Nein. jeder, der sich von Holofeeling bedroht fühlt, der in einem Geist so in Erscheinung tritt, ist ein Spiegelbild von dem Träumen, vom Intellekt des träumenden Geistes. Ich wiederhole nochmal, so ganz jede Aussage von mir ist sehr, sehr wichtig, weil die ganzen Figuren ja Spiegelbilder von dir selbst sind. Ja. Das ist immer wieder, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mein Mann, ich rege mich so auf, der sieht nur Holofeeling-Buch, Darling, und dann regt er sich auf ohne Ende, der weiß gar nicht, um was es geht, der hat noch nie eine Zeile gelesen, der weiß bloß, dass der Scheiße ist. Ja. Ich sage, Leon, dein Mann ist jetzt genauer Spiegelbild von dir selber. Ja. Dir erscheint es natürlich logisch, dass das, was du siehst, richtig ist, aber du bist genauso blind für seine Argumentation. Ja. Das Klingelingeling-Beispiel. Wir haben immer zwei Möglichkeiten. Du kannst das dann mal von den 16 Seiten dir zwei Stück bewusst machen. Also darum sage ich, schau zuerst einmal, was du jetzt glaubst. Du schaust, was du glaubst, und dann wirst du zuerst einmal feststellen, ist dieser Glaube allumfassend,
oder ist er einseitig? Ja, gerne. Das heißt, ich muss nochmal all die Sache wiederholen. Es ist hunderte Mal auf Selbstgespräche drauf. Unser Tassenbeispiel. Es sitzen Leute um einen Tisch mit der Tasse. Und ich sage jetzt, beobachte dich mal, wenn du im Fernsehen oder auch privat mit Leuten zusammen bist, wenn die über irgendein Thema diskutiert. Oder ich mache das noch einmal aus einem größeren Abstand. Du sitzt nur im Fernsehen und du schaust dir eine dieser politischen oder sonst irgendwelchen Fernsehdiskussionen an. Und dann kriegst du verschiedene Meinungen. Diese Protagonisten in diesem Film, in dieser Diskussion äußern Meinungen. Ja. Und jetzt beobachte dich und du wirst feststellen, bei manchen Äußerungen wirst du innerlich Beifall klatschen und das abnicken und bei anderen stehen dir die Haare zu Berge und du denkst dir, was ist das für ein Arsch, wie kann man das so sehen? Das heißt, mach dir jetzt erst einmal bewusst, mit welcher einseitigen Meinung du sympathisierst. Ganz wichtig, das Wort Sympathie. Das heißt Mitleid. Du leidest dann nämlich an einer Einseitigkeit. Und Einseitigkeiten sind Unvollkommenheiten. Genau. Du machst dir einfach bewusst, mit welcher Perspektive du sympathisierst, zum Beispiel politisch jetzt oder religiös, mit welcher Strömung. Du kannst auch mit dem Atheismus sympathisieren, das ist auch eine Strömung. Eigentlich. Und dann bist du unvollkommen. Ja. Und Humanismus ist allumfassend, es erhebt dich über die Tasse. Genau. Das sagt schlichtweg und einfach, egal was einer äußert, es ist richtig, es ist eine Facette, eine Perspektive vom Heiligen Ganzen. Ja. Man müsste meinen, wenn ich jetzt einen Geist, einen vernünftigen Menschen das auf diese einfache Art und Weise erkläre, dass er das versteht. Vergiss es, versuch es. Vergiss es. Es ist ein erschreckendes, ein schmerzhaftes Erkenntnis, dass alles, vor allem Menschen, die man lieb gewonnen hat, dass das wirklich nur geistlose, programmierte Zombies in einem Videospiel in einem Traum sind. Ja. Und ich sage immer noch dazu, und bevor du das nicht bei dir selbst erkennst, an dem, der du zu sein glaubst, dass das nämlich die Ursache ist, es sind deine Spiegelbilder, wirst du nicht frei werden als Geist. Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können uns jetzt Menschen ausdenken, hinter diesen Personas, Menschen, sage ich jetzt, ist ja eh schon ein Programm, wir denken uns Programme aus, die sich ja in Erscheinung treten können, die ja bloß in Form von Personen. Ja. Die Maske. Und die Person ist dann eine winzige Facette, eine Äußerung von diesem Programm. Dieses Programm generiert einen 20-Jährigen oder einen 40-Jährigen oder einen 6-Jährigen. Das Programm ist ja immer als Ganze schon da. Und wenn ich jetzt eine Person habe, dann kann ich mit einfachen Fragen zuerst einmal schauen, ist hinter der Maske eine Facette, ein Geistesfunk von mir selber. Das kann man ganz leicht rauskriegen und es zeigt sich, Geist zeigt sich nicht durch die Äußerung von extrem intellektuellem Wissen, was mich vielleicht beeindruckt. Da kann ich immer wieder sagen, wenn du jetzt träumst und du weißt nicht, dass du träumst, egal wer in dir auftaucht, egal was dieser Mensch in deinem Traum erzählt, er erzählt es, weil du das träumst. Das sage ich immer in Bezug auf Mutter. Ja, ja. Egal was ich dir jetzt erzähle, das Pixelmännchen, der Lautsprecher, du träumst jetzt, es kommt aus dir. Ja. Da gibt es kein Vorher und kein Nachher. Creatio ex nihilo. Ja, genau so ist. Und dann kann ich Fragen stellen und wenn ich jetzt was hinschmeiße aus meiner Perspektive, wie reagiert er darauf? Das ist ja ein Reaktionssystem. Und du wirst feststellen, ein Geist hinter dem Programm steht. Ist das Programm so weit, dass es neugierig ist auf alles, was es nicht kennt? Einer, der nur diskutiert und ja, aber sagt, kannst du sofort abwarten, das ist wirklich eine Dodekau in einem Videospiel. Ja, ja, ja. Du versuchst dich jetzt ein Programm von irgendwas zu überzeugen. Genau. Ja. Das tut weh. Das heißt also, entweder ist es nur ein Gedanke, eine Erscheinung, das Problem löst sich schon, wenn du ihn nicht mehr denkst. Genau. Es löst sich aber nicht, wenn du das nicht begriffen hast und den immer wieder wiederholst, weil du ihn überzeugen willst. Ja, ja. Es nützt ja nichts, wenn du jetzt zum Teufel haust, weil du sagst, Kaufmannsdenken, könnte sagen, an der Partnerschaft, ich lasse mich streiten, davonlaufen, der passt nicht zu mir, dann hast du wieder Feindbilder. Ja, ja, ja. Es passt. Jeder Gedanke, der in dir auftaucht, ist ein Puzzlestückchen von dem Heiligen Ganzen, das du selbst bist, zumindest wenn du ich bist. Ja. Und die passt immer. Deine Logik wird dir was anderes erzählen. Du willst die Puzzlestückchen entweder gar nicht haben, damit entheiligst du dich, egal welchen Gedanken du denkst, wenn du die nicht zurücknehmen willst. Der geht ja eh zu dir zurück, wenn du nicht mehr dran denkst. Aber für dich ist es, wenn du ihn verbannst, meinst du, der ist da außen und ich will nichts damit zu tun. Ja, genau. Das ist wie ein verlorenes Puzzlestück, das du dann hast vom Heiligen Ganzen.
Oder du willst den umformen, dass er dir in Maßsetzung deiner jetzigen Logik passt. Du musst den so anlegen, wie er ist. Du musst die Dinge so lieben, wie sie sind. Ja. Egal, was es ist. Und dann wirst du irgendwann einmal bei einer gewissen Reife den Sinn erkennen, zum Beispiel von Krieg und von Krankheit. Ja. Genau. Es ist extrem göttlich sinnvoll eingerichtet, das komplette Das. Leben. Da beginnt die Weisheit. Mit einer menschlich anerzogenen Trockennasenaffenlogik wirst du das niemals Nein. verstehen. Genau. Na, danke, danke. Und das ist das Schöne, die diese Weisheit, wenn man im Alter kriegt, das unterscheidet jetzt die Spreu vom Weizen. Das ist immer wieder, lass die Toten ihre Toten begraben. Genau. Das heißt, die reinen Gedanken kriegen das gar nicht mit. Das ist Sympathisieren, Sympathie, ein Mitleiden mit etwas, was als Ding an sich gar nicht leidet. Genau so ist ja. Weißt du, auf den Körper bezogen, auf Körperteile, die können nicht leiden. Da kann der Udo tausendmal sagen, dein Zahn hat keine Schmerzen, wenn du Zahnschmerzen hast. Und dein Kreuz oder dein Rücken hat keine Schmerzen, wenn du Kreuzschmerzen hast. Ja. Du hast den Schmerz. Der Das. Geist, nur der Geist, der träumt, erlebt den Traum. Ein einfacher Satz, wo du jetzt vielleicht dir einredest, ist klar, ist ja vollkommen klar. Das ist begriffen. Und Ja. dann lass dich mal jetzt in deinem ständig wechselnden Leben überraschen, ob du es wirklich installiert hast, ob du es verstanden hast. Genau. Und dein Leben wird dich zeigen, dass sich so viele Sachen in dir auftauchen lassen, wo du nicht einverstanden bist, wo du dich wieder aufregst, wo du dich wieder ärgerst, wo du wieder Schmerzen hast, weil man dagegen ankämpft, weil man es nicht haben will, weil man das einfach das Kreuz nicht tragen will. Genau, so ist. Diese Beziehung, wenn diese Jesus-Sprüche, ich nehme alle Schritt auf mich, schon ist das Bewusstsein, ich träume jetzt. Was soll ich einen Gedanken, den ich denke, den ich durch mein Denken erschaffe, was soll ich den vorwerfen, dass es so ist, wie er von mir gedacht wird? Ich Genau. müsste mich die Frage stellen, warum wiederhole ich immer wieder diese Gedanken, worüber ich mich aufrege? Genau. Und Ehrlich. ich UB, sag dir jetzt, jeder Moment, in der auftaucht, ist der beste in meiner göttlichen Schule, den es gibt. Ja. Das Erste, was du zu lernen hast, dich über nichts und niemanden mehr aufzuregen und vor nichts und niemanden mehr Angst zu haben. Du musst apathisch werden, du musst eine stoische Ruhe werden in deiner geistigen Entwicklung. Du musst die Ruhe selbst sein. Genau. Dieses hebräische Wort für Ruhe schreibt sich ja nur Enchet. Das ist der Noah. Was in der Bibel mit Noah übersetzt wird, da steht nur, noch eigentlich Noach, steht nur Enchet oder Enwafchet, aber Enchet ist die Grundrhotics. Ja. Das kann man rot lesen, das ist die seiende Kollektion, das ist das heilige Ganze, oder eine existierende Kollektion, das ist zurzeit ein blaues Ich. Und wenn du wirklich verstanden hast, was du bist, ich erkläre dir, was du bist Geist, absoluter Geist, der Ursprung dieses Nihilo, dieses Nichts, aus dem alles entspringt. Ja. Jenseits der Existenz. Genau. Creatio ex nihilo. Die Kreation ist jetzt die Wahl. Du wählst ständig was aus dir heraus, die Auswahl. Genau. Das ist immer, du wählst das Buch aus. Das ist ja in der Esoterik, ist es ja ein bisschen hier das Leben, bevor man inkarniert, sucht man sich das nächste Leben aus, was man lernen will. Da ist ja überall ist ja ein kleines Quäntchen Wahrheit mit drin. Wahrheit, ja. Was natürlich hier das Wesentliche gar nicht in Frage gestellt wird, ist das unbewusste chronologische raumzeitliche Denken, das hundertprozentig sicher nur aus ständig wechselnden Bildern im Hier und Jetzt, die 200 Gramm rote Gnede, die sich umformt, sich selbst nicht ändert. Jetzt brauchen wir die Physik, den Einstein. Genau. Und dann kommen wir irgendwann einmal die Sackgassen, die natürlich auch bewusst da sind, wo er dann aus der speziellen Relativitätstheorie in großen Mühen und Überlegungen diese allgemeine Relativitätstheorie macht. Jetzt haben wir Inceptions, die Raumzeitreisen mit all die ganzen Formeln. Es sind ja auch Gedanken, die wir uns denken können. Ja, natürlich. Und in Wirklichkeit, solange ich da nicht das zweite Gebot halte, immer das erste und das, wie oft spreche ich das an? Mach dir kein Bild von dir selbst. Du bist ein Gotteskind. Gott ist etwas Nichtdenkbares, weil er ewig ist. Genau. Dieses, du bist ein absolutes Nichts, aus Ja. dem alles entsteht, was du siehst, deine Gedanken sind. Und damit bist du auch alles. Ja. Und das Gefühl, alles zu sein, das beschreibt Holofili. Ja. Aber dann wieder genau genommen auch nichts davon. Weil alles, was du denkst, was in dir auftaucht, vergänglich ist. Genau.
Diese Sätze kann ich nur immer wiederholen, solange bis du die einfachen Sätze verstehst. Und wenn die verstanden sind, dann wirst du feststellen, wie hochinteressant es ist, wie das alles eingerichtet ist. Darum haben wir jetzt ja schon die Computertechnik. Ich habe das hier, wenn ich jetzt Video laufen lasse, über Quantenbits, wo sie jetzt haben, die Quantenbits. Jeder, der dir irgendwas von Quantenbits erzählt, erzählt dir was, was er sich angelesen hat. Genau. Und die Physiker, die du dir jetzt ausdenkst, die das angeblich entdeckt haben, du denkst dir auch an Mendeleev aus, der angeblich das Periodensystem entdeckt hat. Ich sage, das sind so krasse Fehler, so wie du dir diese Vergangenheit vorstellst, kann der das gar nicht entdeckt haben. Genau. Es kann eingefallen sein, wenn jetzt du der Mendeleev wärst, dann fällt dir aber irgendwas ein, wo jeder sagt, das sind Hirngespinste. Aber sobald viele das glauben und verwirklichen, war das dann diese Axiome, diese Theorien, es sind Theorien. Ja, sagst du das Wort? Eine Theorie ist immer nur eine Sichtweise, aber eine Sichtweise ist wieder eine Perspektive. Ich sage ein Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen. Genau. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Es kann verkehrt erscheinen und es kann richtig erscheinen. Aber es ist falsch insoweit, weil es eine Falle ist. Faller. Weil du schon wieder eine Einseitigkeit als die absolute Richtigkeit intronisierst mit diesen Dingen. Genau. Ja. Und es macht dann hilflos. Du wirst merken, das Erste, wenn dann das bei dir einleuchtet, wirst du sofort wieder deine Mitmenschen beglücken. Vergiss es. Der größte Unterschied bei Holofilling ist, dass ich prinzipiell sage, ich erkläre es jetzt als Udo Thien, der mich jetzt ausdenkt, der mich jetzt sprechen. Du hast aber fetzige Musik drauf. Reizauslöser. Ja, natürlich. Es ist immer wieder, das ist das Klinge, diese kindgerechten Beispiele, wo man wirklich sich darauf einlässt, mein Klingelingeling-Beispiel. Ja, genau. Viele meinen, die hören das, die haben das verstanden. Wenn du eins dieser Beispiele wirklich nur einen Satz wirklich verstanden hast, sind alle anderen auch verstanden. Genau. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Punkt. So. Also, die Form von Mitleid mit irgendeinem Gedanken von dir, dass der Schmerzen haben könnte, ist weg. Es wird so sein, wie du es träumst. Und nimm alle Schuld auf dich. Das ist es, ja. Ich habe mal in der Jesus-Geschichte habe ich ganz klipp und klar gesagt, wie die mich so gefoltert haben, da habe ich mich bei den Folterknechten entschuldigt, weil ich kann nichts dafür, dass ich ihnen so viel Arbeit mache. Ja. Ich habe es mir nicht rausgesucht. Ich habe mich beim Pontius Pilatus habe ich ganz klipp und klar gesagt, du hast keine Macht über mich, wo er mich anklagt. Ja. Du hast keine Macht über mich, dass ich jetzt hier stehe, dass du mich anklagst, hast du dir gar nicht raussuchen können. Ja. Wer hat überhaupt eine Macht über mich? Mit Sicherheit kein Gedanke, wenn du frei bist. Nee. Kein Gedanke, sondern der, der mich ausdenkt. Das gilt auch für den Udo. Du hast die absolute Macht über den Udo, weil er wird so sein, wie du ihn dir ausdenkst. Im Positiven wie im Negativen. Und ich weiß nur darauf hin, ich bin jetzt schlichtweg und einfach nur eine Gedankenwelle in deinem Kopf. Ja. Ich, nicht mehr, aber viel weniger zurzeit. Jawohl. Aber in Wirklichkeit bin ich das Zentrum aller Lichter. Denk an meinen kleinen Sternwerfer. Ja, ja. Ich bin immer, um die andere Seite die Metapher zu machen. Und das Einzige, was ich dir erkläre, dass du ich bist. Zurzeit bist du eine Facette von mir. Genau. Das ist der Unterschied, der vom Bücherregal und der dann ein Buch in die Hand nimmt. Aber das bin immer ich, egal wer du zu sein glaubst. Genau. Das ist jetzt, wenn wir in den roten Bereich gehen, du wirst doch wohl nicht glauben, dass ich mir für einen Gedanken von mir, für eine Facette, den Ausdruck aufreiße. Das ist eine andere Form von Eigennutz, den ich mache. Ja. Das ist diese Hilfestellung. Genau. Ich habe immer wieder gesagt, die F1-Taste bei den ersten Computer bei Windows war F1 die Hilfestellung. Wobei man, wenn man das dann aufgeschlagen hat, wenn man sich nicht auskennt, noch weniger verstanden hat, nach dem Lesen der Hilfe wie vorher. Obwohl die Sätze, die ich habe, sehr, sehr klar sind. Du hältst dich bloß nicht dran, weil der Zweite übermächtig ist. Mhm. Dieser Zweite, wie wir das nennen. Ja, genau. Na, ich kann nur immer nur Danke, den ganzen Tag kann ich nur Danke sagen. Das ist, du kriegst eine unendliche Dankbarkeit in dir und dann kommt auch die Frage, wie mir das erste Mal so gegangen ist. Und jetzt normal gesprochen, es ist sehr, sehr, sehr lang her. Warum gerade ich? Wem sonst? Rode ich zu mir gesagt, wer denn sonst? Es wem sonst? Bloß ich. In dem roten Bereich gibt es bloß ein Ich. Genau. Das ist J-C-H und I-C-H. Das ist ein Ich, das ist das E-Quadrat.
Das sind die zwei, die wir brauchen. Den Immerbewussten und den, der sich eben in die Traumwelt hinein bewegt und erlebt die Sachen, weil er eben bewusst, unbewusst wird. Genau. Das ist der Beobachter, der wertfrei ist, ist immer da, die ganze Zeit als Kontrollinstanz. Und das ist der Einzige, der es wirklich erlebt, der die Träume erlebt. Aber lebendig waren die Träume eben nur, die Gefühle echt wirken die nur, wenn ich in die Vergessenheit gehe. Genau. Bis ich dann in den Zustand, selbst im Kino bist du in der Vergessenheit, da denkst du nicht an den, der im Kinostuhl sitzt, wenn du dich jetzt reinfallen lässt, ja, in den Film. Die du immer mit Wertungen anschaust. Ja. Das ist das Spiel. Genau. Na. Jetzt muss ich dann, schau, das ist jetzt Udo-Fokus, jetzt Udo-Programm fokussiert. Ich lasse dich ins Udo-Programm reinschauen. So, ich stehe jetzt auf und mache die Tür zu, weil da laufen zurzeit da oben ist eine kleine Baustelle. Aha. Ich hoffe, das stört unsere Aufnahme nicht so auf, weil ich ganz bewusst welche. Weil ich mir jetzt ganz bewusst welche ausdenke, die das vielleicht anhören. Und ich habe jetzt bei dem letzten Blindfeld, wo wir schon gesagt haben, stell dir das Geschwätz vorher eigentlich rein, weil es doch interessant ist. Und glaube ich, im dritten Teil ist jetzt am Anfang die ersten paar Minuten quatschen die so laut drumherum, dass du den Udo fast nicht verstehst. Genau. Das hätte er weglassen können. Das war dann zwar besser, aber das sind Wertungen. Das sind alles Wertungen. Du musst jeden Moment, wenn du ein Video anschaust, wenn du bist irgendwo, verlage den Fokus auf dein Werteprogramm. Genau so ist es. Jetzt nimm in diesen Naturfreunde Blindfeld, glaube ich, der dritte Teil ist, schau dir die ersten paar Minuten an, das war dann zwar besser, dann ist es weg. Dieses Riesengequatsche und Zeug und war, dann lacht die Andrea wieder auf. Und die merken gar nicht, wie die in sich selbst bei irgendeinem, dessen Rolle sie ja auch spielen, einen totalen Ärger auslösen, können die drumherum, ich verstehe den Udo fast nicht, können die da drumherum nicht den Mund halten. Das kriegen die in ihrer eigenen Welt gar nicht mit. Das ist jetzt ein wunderschönes Beispiel, weil ja alles mit einem zusammenhängt. Genau so ist. Warte mal schnell, wir können ganz kurz, wenn ich gerade... Muss ich ganz, das ist jetzt einmal spaßig, ob das hinhaut. Warte mal, Eleni, tu mal den Bildschirm da ein. Ja. Das ist fast mit Audio da, ob das hinhaut. Hast du? Schwarz. Ah, jetzt habe ich das Bild vom Vortrag. Jetzt pass auf, jetzt lassen wir es einmal laufen. Also sage ich immer nie, das macht nichts. Bloß das wird dir dann nicht aufhören, weil dann wirst du dich nicht lachen. Also das Problem ist, dass das, was du jetzt als Wunder definierst, zum Beispiel das Smartphone, jetzt kannst du wieder kleines Ding lassen, weil das Smartphone, weißt du, wenn du das erbst, du bist 56. Jetzt geh mal zurück, da warst du noch nicht, wir machen jetzt noch nicht. Von Mails, wo Fragen stellen, ich tausendmal beantwortet habe, das habe ich einfach weg, die lösche ich. Die Daumen mir auf, das, was ihr machen solltet, wenn es dann wieder heißt, definitiv, jetzt geht es schon wieder los und jetzt ist es so oder ist es so. Es ist vollkommen gleichgültig. Es taucht was in dir auf, macht dir bewusst, was jetzt da ist. Punkt. Ja. Genau. Um mehr geht's nicht. Na, wirklich nicht. Und jetzt hier selbst dann, wenn du beobachtest, darum bringe ich jetzt dieses Beispiel, dass ich sage, warum hat er das reingestellt? Er versteht gar nicht. Auch, er kann ein Heiko, den ich mir jetzt ausdenke, und jetzt mache ich wieder Gott, der macht das, was ihm einfällt. Er wird immer, egal was du machst, wird dir logisch erscheinen. Ja. Dass jetzt hier andere Perspektiven sind, die dann das wieder hören und sich extrem drüber aufregen, über das Gequatsche, das hat man manchmal schon, ist wieder Reaktion. Du musst der werden, der zuerst einmal, du kannst zuerst einmal nur dein Wertesystem beobachten. Genau. Und den Ärger, den du eventuell empfindest, weil du dich so konzentrieren musst, um in Udo zu hören. Oder ich weiß, war die ganz alten Almener-Vorträge, weil der Udo so schnell spricht, wo man fast nicht mitkommt. Ich kann dir alles, was passiert, kann ich dir erklären, warum das ist. Es hat alles wirklich einen göttlichen Grund. Und es ist ausgelegt, dich möglichst gut zu schulen. Aber der Schulungseffekt kommt erst ab einer gewissen Reife und dann wird es rückwirkend, die plötzlich alles glaubt, wo man sich darüber aufgeregt hat, weil man dieses Wissen noch nicht hatte. Ja, genau. Es ist immer die ganzen Teilbereiche, wenn du dich jetzt hier in asiatischen Lehren vertiefst mit Meditationen, wo ich immer sage, jetzt, du kannst Osho lesen, wundervolle Bücher, Bhagwan oder Maharishi, wundervolle Bücher.
Aber die haben doch als rein als Gurus wesentlich mehr Chaos in ihrer Welt angerichtet, wie sie gut gemacht haben. Ist Ja. jetzt natürlich eine einseitige Interpretation, was ich Ja, sage. ehrlich. Die man mit ihren Techniken irgendwas zu erreichen und letztendlich haben sie doch ihr Ego aufblasen lassen. Genau. Und wenn du dann feststellst, dass du die Leben ja alle lebst, lernst du in jedem Leben irgendetwas und dann nimmst du dich raus. Das kommt dann hier jetzt in den Naturfreunde, wenn dann der eigentliche Vortrag kommt, da ist nichts Neues drin, aber wo ich einen kleinen Brief mit sage, wo ich sage, was keine Rechtfertigung für den Udo ist, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Ich war für dich so sein, wie du mich definierst, aber da Ja. bin ich überhaupt nicht fassbar, weil ich noch nie versucht habe, irgendwen zu manipulieren oder in meinen Bann zu ziehen. Na. Ich Okay. bemühe mich unendlich, jemandem was zu erklären, aber da ist in keinster Weise irgendeine Bindung. Das geht von dir aus, wenn du merkst, da ist was anders. Genau. So Aber das kann ist. man dann eintreten oder sich an einen Udo binden. Ganz im Gegenteil, ich schmeiß dich ja immer wieder raus ins Leben. Ja, Das eben. musst du selber leben. Es ist Genau. einfach ein Wegweiser. Ich bin, du hast schon mal Menschensohn, ist ein Wegweiser. Der steht einfach nur da. Der Wegweiser ist nur insofern wichtig, dass er dir eine Richtung zeigt zu dir selbst. Aber den Weg zu dir selbst musst du selbst gehen. Genau so Was ist gar nicht gehen kann, wo ich immer wieder sage, das ist das, was du bist, kannst du nicht erreichen. Das bist du. Du hast es bloß vergessen. ja. Das ist das Verrückte. Das, was du bist, kannst du nicht erreichen. Es Ja, ist schon. Wie lange dauert es bei mir noch, bis ich das verstehe? Ich sage, dein Problem ist, dass du meinst, du würdest es in der Zukunft erreichen. Und du no. meinst, dass du es noch nicht bist. Jetzt. Kann ich alles sein und was Besonderes gleichzeitig? Selbstverständlich. Du bist immer. Genau. Und existieren ist bloß das von den unendlich vielen Möglichkeiten, was du zurzeit aufschweißt in dir, in deinem Traum. Ja. Aber das ist wirklich nur für einen Moment. End. Und darum ist Mom der Fehler im Hebräischen. Genau, Flecken. Es fehlt in dir. Ohne dass es in dir fehlt. Das ist die Heiligkeit. Weil alles, was du dir ausdenkst, ist trotzdem deine Information. Und es ist nicht da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Genau. Es ist hier und jetzt im roten Kopf des träumenden Geistes. Geistes. Ein ganz einfaches Deutsch. Und jetzt festhalten an dem Geschwätz vom Zweiten. Dass ich immer wieder sage, es sind über 99% all der Glaubenssätze, dieses für wahr halten, weil es dir logisch erscheint, aber du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Dieser Glaube wiegt für dich wesentlich schwerer als das, was du überprüfen kannst. Dann sagst du dann, das, was der Udo erzählt, ist schon vorbei. Genau. Du kannst nicht überprüfen, ob dein Körper existiert, wenn du nicht dran denkst, weil die Frage beantwortet sich von selbst, dann existiert er nicht. Punkt. Ja, so Weil ist. das existiert, was du jetzt wahrnimmst. Genau. Aber das wiederum unterliegt einem ständigen Wechsel. Du kannst es nicht aufhalten, du kannst deinen Gedanken nicht festhalten. Genau. Ist doch ganz einfaches Deutsch. Ja. So verstehen das die Menschen in deinem Traum nicht. Das ist die eigentlich wirkliche Frage, weil von dir ausgedachte Menschen Gedanken von dir sind und die zuerst einmal so sind, wie sie sind. Und wenn du Genau. sagst, ja, aber wenn ich mir jetzt denke, die verstehen das, müssten die doch das verstehen. Ich muss der Erste Das sein. ist ganz, ganz wichtig. Das ist der Wunsch. Ein Satz, den ich immer wieder sage, nochmal, ja, wenn das doch nur Gedanken sind und die so sind, wie ich sie denke, wenn ich mir jetzt denke, die haben das verstanden, dann haben sie es doch dann verstanden. Ich sage, nein. Weil du die 16 Seiten nicht kennst. Ich sage, wenn du dir was wünschst, das ist ja Wunsch. Oder eine Feststellung, wenn ich das und das mache, wünsche ich mir, dass das dann so wäre. Verwirklichen tut sich dein Glaube. Genau. Nicht die Wünsche. Genau so ist. Und sobald du dir was wünschst, glaubst du ja, dass es noch nicht ist. Das ist, ich wünsche mir, dass ich gesund war. Schon mal glaubst du, dass du krank bist. Genau. Ja, aber ich wünsche mir nur, dass ich gesund werde, weil ich krank bin. Ich sage, nein, du bist krank, weil du glaubst, krank zu sein. Genau. Würdest du das nicht glauben, würdest du dir nicht wünschen, gesund zu werden? Aber was ist, wenn du weder an das eine noch an das andere denkst? Hast du dich jetzt, während du zugehört hast, krank oder gesund gefühlt? Nee. Warst du oben oder unten? Weder noch. War es hell oder dunkel? Alles Jetzt sagst gleichzeitig. du sofort mit einer Logik sagen, hey, es war die ganze Zeit hell.
Ich sage, nein, jetzt, wie definierst du hell? Jetzt, hell existiert, dieses Wissen von Helligkeit existiert nur, wenn du an Helligkeit denkst. Ja. Das ist auch mit Geräuschen, wenn ich sage, war jetzt da Geräusche da? In der Vergangenheit sind keine Geräusche. Wenn Geräusche sind, sind sie jetzt. Du denkst dir die Geräusche, die du jetzt in einem ständigen Wechsel hast, in die Vergangenheit. Genau. Das ist das chronologische Denken. Genau. Das ging nur kompliziert, wenn du das nicht installiert hast. Ja. Alles. Da habe ich so viele Beispiele mit den Hell. Ja, es ist doch die ganze Zeit hell gewesen. Wenn ich dann sage, dann setz dich einmal hin als Trockennasenaffe, mach die Augen zu, ich wiederhole das ganz kurz, dann wird es finster, wenn du die Augen zumachst, dann ist finster da. Dann schau dir bewusst dieses Finster an, dann denkst du an finster. Und wenn du jetzt abends ins Bett gehst, passiert es ja. Abends ins Bett heißt, du kannst nur jetzt ins Bett gehen. Ich rede immer normal. Sonst wird es mühselig, wenn du mir zuhören musst. Und dann ist es finster, weil du an finster denkst, aber du wirst jetzt feststellen in dem Wechsel, du kannst den Gedanken nicht festhalten, dass du irgendwann, jetzt natürlich, an irgendwas anders denkst. Genau. Und jetzt ist die Frage, ist es dann eigentlich noch finster? Jetzt, wenn du dir Gedanken machst, denkst du dich ja immer noch, ich liege im Bett oder ich war die ganze Zeit im Bett liegen und ich habe immer noch die Augen zu. Aber siehst du das Finster noch, wenn du das Finster nicht ganz bewusst anschaust, dass du dir finster ausmachst? Ja. Ist es dann noch finster? Ist da überhaupt einer die ganze Zeit da gewesen, der da gelegen ist? Kann der nicht nur dann existieren, wenn du ihn jetzt denkst? Ja. Das gilt für alles, was du denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild. Genau. Es macht dich zum Gott für die Welt, die kommen wird. Dann wirst du ich. Danke. Und das ist eine ganz andere Ebene. Es ist immer wieder die Beispiele, was ist, wie wenn du jetzt, wir sind ja jetzt in der Matrix 2, wie wenn du in die Matrix 1 reingehst, in die Gebärmutter und du versuchst irgendeinen Fetus zu erklären, wie die Welt ist, die du in der Matrix 2 erlebst. Das funktioniert nicht. Und ich bin jetzt in die Matrix 2 inkarniert, in deinem Traum, nur als eine Figur in deinem Traum, die von dir geträumt wird. Was ja. Du natürlich träumst, bestimme ich. Sonst könntest du mich ja gar uns gar nicht träumen. Ja. Altes Beispiel, ich sage, du bist ein rotes Ich, das träumt einen Traum und du verwechselst dich jetzt mit der Person, die du zu sein glaubst. Mhm. Du kannst das Träumen der Geist dir nicht raussuchen, was du träumst. Ja. Und ich tauche jetzt in deinem Traum als Udo auf, und erkläre es jetzt in diesem Selbstgespräch nicht dem, der vom Computer sitzt. Jetzt bin ich ja bloß ein Pixelmännchen, wo aufgetaucht ist. Ich erkläre es nicht als Pixelmännchen, nicht dem, der vom Computer sitzt. Oder wir denken uns jetzt zwei gegenüber sitzende Menschen aus. Das sind alles Gedanken. Ich erkläre es dem Geist, der träumt. Genau. Das ja. Sag ich seit 25 Jahren, Helene. Ja. Du weißt es. Das ist, wo man hört, ist irgendwie, man kann den Gedankengang mitgehen, aber was das für dich Geist bedeutet, das raffst du nicht, weil der Zweite so übermächtig ist. Mhm. Das ist die große Falle mit dem Wunschdenken. Darum ist es wichtig, dass du komplett dich loslässt von irgendwelchen Bewertungen und Wünschen, so einen vollkommen wertfreien Beobachter deines eigenen Programms wirst. Genau. Eigentlich den ganzen Rund um die Uhr beobachten. Ja. Was ist mein Motivation. Warum will ich dieses oder jenes haben? Warum will ich dieses oder jenes nicht haben? Warum bin ich ständig mit Sachen nicht einverstanden, was immer selbstenteilig ist? Warum bin ich so fokussiert auf ganz einseitige Dinge, ob das jetzt politische Parteien oder religiöse Strömungen sind? So werde ich nie begreifen, was das heilige Ganze ist, was ich selbst bin. Genau. Das hält mich auf dieser Ebene fest. Ja. Eben. Es gibt auch nichts zu retten. Du kannst existieren, das Nicht-Existere ist nicht für die Ewigkeit geschaffen. Genau. Wenn das nicht zu einer Normalität wird, zu einer neuen Norm wird, habe ich keine Verlustangst mehr. Ja. Weil ich ja alles, was ich immer nur das zu sehen bekomme, was ich aus meinem tiefsten Innern, Nihilo, aus meinem Nichts heraus denke, das alles ist. Ja. Und dann wird es zu was Besonderem. Und wenn ich es nicht mehr denke, kriege ich es wieder zurück in die Einheit. Wobei im Absoluten, wie ich sagte, nicht einmal was herausgenommen wurde. Ich nehme die Bilder aus einer Datei nicht heraus, wenn ich die genau. An der Oberfläche zur Anschauung bringe, in Form von Unterschieden, von Helligkeitsunterschieden. Genau. Mehr ist es nicht. Na. Könnte ich jetzt sehen, würde ich in die Matrix reingehen. Aber wir machen das schon, es läuft alles nach Plan. Das ist das Einzige, was du festhalten musst. Ja. Dann kannst du merken, wie sich das Dien, die immer wieder aufbäumt, die Besserwisserei. Fang an mit dem kleinen Satz, ich nehme alle Schritte auf mich. Ja.
Hör auf mit Schuldzuweisungen. Sobald du Schuldzuweist, entmachtest du dich. Genau. Jetzt mach auch einen tausendfach zitierten Satz aus den Selbstgesprächen. Die Frage nach wer hat Schuld, ist die Frage, wer hat es gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Genau. Und da gibt es eine ganz klare Antwort. Ich. Ich. Ja. Bist du schon ich? Mhm. Dann beginnt ab jetzt das ewige Leben. Jetzt lassen wir es gut sein. Danke, danke, danke. Dass wir jetzt hier partizipieren. Ich wollte eigentlich für uns das aufnehmen, aber ich glaube, das ist nicht schlecht. Das können wir reinstellen. Können wir wirklich, ja. Danke. Geliebte Frau, wie lang war wir? Lang war jetzt verheiratet? Raumzeit? 54 Jahre. 54 Jahre. ND. Bewegung. Ja, genau. Das ist das Abend. Ja. Das andere. Ja. Das auch, ich werde auch im Abspringen. Das ist die 54, das Ende. Die existierende Öffnung. Ja. Nada Brahma, ne? Das ist es. Sollte man sich Gedanken drüber machen. Ja. Okay. Du rührst dich bitte. Danke, geliebter. Und ich liebe dich, gell? So. Baba.